Einen wunderschönen guten Tag an die werten Herrschaften da draußen und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 2, unserer Ytrimer-Kampagne, die nach der letzten, leider nicht geglückten Folge natürlich komplett ohne Verzögerung direkt fortgesetzt wird. Denn es sieht ja auf jeden Fall nicht nach mir aus, dass ich euch, was weiß ich, ein Jahr oder länger sogar noch warten lasse darauf, dass ich endlich mal die zweite Folge dieses Let's Plays herausbringe. Niemals, niemals. Das wäre ja vollkommen unprofessionell. Ja, hallo nochmal ganz kurz. Ich bin der Struppi, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Und ich habe Videos gemacht. Viele. Ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her und ich bedenke und ich gedenke, das Ganze wieder fortzusetzen. Und dementsprechend heiße ich euch willkommen zu etwas, das ich vor längerer Zeit mal meinen Patrons auf Patreon zur Abstimmung vorgeschlagen habe. Was soll mein nächstes CK2-Projekt sein? Damals kam rum Ytrimer. Und ich habe einen Versuch damit gestartet und bin direkt gescheitert. Da das schon eine Weile her ist, würde ich mal sagen, ich leite euch noch mal ganz kurz an, was ist unser Ziel in CK2 und wie gedenke ich, dieses zu erreichen? Der Titel des Projektes Ytrimer ist vielleicht für den Anfang etwas, wie soll ich sagen, irreführend, denn das erste Ziel ist es nicht, das Ytrimer-Achievement zu machen, sondern das erste Ziel ist es, das Defender of the Holy Sepulchre, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jedenfalls dieses Achievement soll ich machen, von dem ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Es sieht vor, dass wir im 1066 Start mit diesem werten Herren starten, Graf Eustache von Boulogne. Und mit ihm ist es unser Ziel, oder mit einem seiner Nachfolger, ist es unser Ziel, König oder Königin von Jerusalem zu werden. Beziehungsweise mit, nicht wir selbst wollen König oder Königin von Jerusalem werden, sondern wir wollen unseren Favoriten auf diesen Thron setzen. In den Kreuzzügen ist es ja seit dem letzten Kreuzzugs-Update so, dass man Leute benennen kann, die, die besonders große Belohnungen bekommen, beim Kreuzzug. Man kann sich auch selbst benennen und dann könnten wir zum Beispiel einen Königstitel erhalten oder wir benennen eben jemand anderes und spielen dann als diese Person weiter, als König oder Königin von Jerusalem und fahren dann fort, das Kaiserreich von Ytrimer zu gründen, was beinhaltet, große Gebiete hier zu erobern. Ich weiß noch gar nicht, was ich dafür alles brauche, denn um ehrlich zu sein, ich muss erstmal an den Punkt kommen, an dem ich überhaupt darüber nachdenken kann, wie zum Teufel ich dieses Achievement machen soll. Denn, wie gesagt, der Start mit dem Graf von Boulogne ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, schon etwas schwierig genug. Wir haben sage und schreibe 500 Truppen aus unserer Domäne. Und wenn wir in das Heilige Land einfallen und versuchen, am Kreuzzug dort teilzunehmen, treten wir viel zu vielen Truppen entgegen, da sich natürlich gegen den Kreuzzug alle Muslime vereinen und eben nicht nur die Fatimiden kämpfen mit ihren relativ wenigen 9000 Truppen, sondern sehr häufig auch die Seldschuken mit reinspringen mit ihren 30.000 Truppen. Und jeder kleine Billo-Fürst kommt halt auch noch mit rein und verteidigt. Und dann haben wir hier schon mal 13.000, also Moment, die Fatimiden sind aber eigentlich schiitisch. Das heißt, die Seldschuken dürften da gar nicht mitmachen. Es kommt drauf an. Letztes Mal hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Schauen wir mal, wie es dieses Mal läuft. Vielleicht erobern die Seldschuken ja mal ausnahmsweise nicht alles hier. Und wir haben es nur mit den Schiiten zu tun und damit ein wesentlich einfacheres Spiel. Mal gucken. Jedenfalls, genau. Wie sollen wir das also angehen? Mein Plan ist es jetzt, möglichst viele Ansprüche zu fingieren auf benachbarte Grafschaften. Na, ihr könnt das hier sehen. Wir sind der Vasall des Herzogs von Flandern. Und dieser wiederum ist der Vasall des Königs von Frankreich, vom Philippe. Und Boudewijn, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, ist
unser größter Konkurrent, dieses kleine Arschloch, wird von uns platt gemacht. Wir werden, sobald sich uns die Gelegenheit bietet, einen Anspruch auf das Herzogtum von Flandern fingieren. Mit Hilfe einer Verschwörung. Wir werden, wenn ich es hinkriege, werde ich versuchen, einige unserer beiden benachbarten oder unserer drei benachbarten Grafschaften hier zu erobern. Mal schauen. Dafür werde ich Geld ansparen und Söldner wahrscheinlich ausheben müssen, denn mit unseren 500 Männchen können wir nicht viel ausrichten. Und eventuell haben wir dann mit dem Herzogtum von Flandern eine Ausgangsbasis, mit der man dann doch ein bisschen was machen kann. Wir werden es sehen. Es wird wahrscheinlich einige Anläufe brauchen. Und damit ihr nicht jedes Mal, damit ich jetzt nicht jedes Mal jeden einzelnen, wahrscheinlich fehlgeschlagenen Anlauf komplett aufnehme und mich dann 40 Minuten lang reinsteigere und viel mache und am Ende ist das alles für die Katz, schauen wir einfach mal, wie die Anläufe laufen. Ich werde es wahrscheinlich im Fast-Forward durchlaufen lassen oder mich ab und zu mal einfach melden, sodass ihr zwar sehen könnt, was ich mache, aber ich nicht jeden Scheiß kommentieren muss. Und dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz, wie ich das Ganze gestalten möchte. Aber ich weiß auf jeden Fall, dadurch, dass ich bereits seit knapp einem halben Jahr kein Video mehr hochgeladen habe, kann ich mir hiermit zumindest ein bisschen Zeit lassen. Und wenn ich irgendwann demotiviert bin, ist der Druck auf mich selbst nicht mehr ganz so hoch, weiterzumachen. Denn mein Problem damals war, dass ich halt vollkommen niedergeschlagen war und nicht wusste, wie ich es angehen soll. Und immer wieder mir gedacht habe, aber jetzt musst du es mal machen, jetzt musst du es aber machen, aber du kannst es nicht machen. Und ich bin dann so in diese Verzweiflungsspirale abgestürzt, dass ich es einfach komplett bleiben lassen. Und das möchte ich gerne nicht mehr tun. Insofern, versuchen wir es. Graf Eustache von Boulogne, du bist 41 Jahre alt. Ich denke nicht, dass wir mit dir fortfahren werden. Aber zum Glück heißt dein Sohn ja genauso wie du. Und, ja, schauen wir mal. Ich überlege, ob ich zu den Benediktinern gehe, einfach um unseren Herrscher mit noch mehr guten Tugenden vollzuschmeißen, sodass er noch besserer Herrscher wird. Ich meine, ich bin ganz froh, dass wir mit einem relativ hohen Kriegskunstwert gestartet sind. Das ist nicht so häufig. Okay. Ganz kurz die ersten Schritte, die ich machen werde. Wir können eine Ambition wählen. Schätze, Freunde, Ruhm. Ich glaube, der Erhalt eines Titels, den könnten wir versuchen. Vielleicht gibt uns unser Lehnsherr, wenn er uns leiden kann, eine seiner Grafschaften. Das werde ich mal probieren. Okay, also ich möchte einen Titel erhalten. So, das müsste mir auch die... Genau, ich kann meinen Lehnsherrn um Titel bitten, aber ich bräuchte dafür Prestige. Und es geht um den Herzog. Das heißt, ich werde jetzt auch beginnen, meine Beziehungen mit unserem Lehnsherrin zu verbessern. Und hoffen wir mal, dass es klappt. Genau, es wird übrigens auch bald den Krieg vom Heiligen Römischen Reich gegen Frankreich geben. Das tritt eigentlich fast immer ein. Die wollen unbedingt Seeland erobern und das heißt, frühe Kriege sind immer ein Problem, weil dann das Heilige Römische Reich hier durchmarschiert und unsere Armeen plättet. Hatte ich damals schon häufiger. Einen Charakterfokus sollten wir auch wählen. Ich möchte mit unserem Herrscher möglichst lange leben. Deswegen gehen wir auf Jagd für die +1 Gesundheit und für die höhere Kriegskunst für mehr Truppen. Wir können unsere Nichte ausbilden. Ja, hier kriegerisch. Du interessierst mich nicht. Aber unser Sohn, der ist mir wichtig. Unser Sohn soll ein kämpferischer Bursche werden. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Und Godfrey, der andere Sohn, soll ein kämpferischer Bursche werden. Denn wir haben keine Vasallen, um die wir uns scheren müssen. Noch nicht. Und dementsprechend sollen sie sich möglichst darauf konzentrieren, so viele Truppen, wie sie nur können, aus ihrer Domäne rauszupumpen. Gleiches gilt auch für unseren potenziellen Regenten. Deswegen wird unser Bastardsohn unser potenzieller Regent. So, nachdem wir das alles geklärt haben, beginnen... Gott, haben wir einen schlechten Kanzler? Können wir einen besseren Kanzler haben? Nein. Okay, wir suchen mal nach einem Mann. Nicht eingekerkert, kein Herrscher. Sollte in Reichweite sein. Soll unserem Hof beitreten wollen.
Und wir kriegen einen mit 25 Diplomatie. Heiliger Bimbam. Das ist nicht schlecht. Der soll nämlich, wie gesagt, Ansprüche für uns fingieren. Du möchtest den Sebastian, unseren Sohn, ausbilden lassen, damit er holländisch wird. Ja, ne? Das dachte ich mir. Vergiss es. Das wird ein guter Franzose, wie sich das gehört. Und der Ulrich Rapotonen ist an unseren Hof eingetroffen. Guter, schneidiger Mann. Ehrgeizig, ehrlich, religiöser Eiferer, gütig. Oh, der ist mir sympathisch, aber könnte natürlich auch eine gefährliche Figur in der Zukunft an unserem Hof sein. Schauen wir mal. Wir holen uns einen Anspruch worauf. Was ist besser? Guinness oder Artois? Artois sieht besser aus, aber Guinness hat mehr Nachschub. Oder Guinée. Ich kann kein Französisch, übrigens. Nur, damit ihr es wisst. Also das hat mehr Reichtum. Grafschaftssteuern hat es mehr. Das hier hat höhere... höhere Nachschub. Das liegt auch an der Küstenprovinz, ne? Ja. Okay, das heißt, wir versuchen uns einen Anspruch auf Artois zu holen. So, schauen wir mal, ob es uns gelingt. Gerade mal zwei... Ich habe auch den... Ich Idiot, habe den falschen. So. Gerade mal 17, also 16,87%. Jährlich, vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es nicht, mal schauen. Müssen auf jeden Fall einiges an Geld ansparen, haben ja zum Glück die Juden, von denen wir Geld leihen können. Ja, da, von jüdischen Kaufleuten leihen, das heißt, wir könnten Geld zusammenkratzen, um den Anspruch zu fingieren und wir könnten dann noch hoffentlich ein bisschen Geld zusammenkratzen für Söldner. Genau. So, sonst noch was ich bedenken muss, bevor wir loslegen. Niedere Titel. Wir haben keinen Hofarzt. Dem sollte ich mal Abhilfe schaffen. Schauen wir mal, wen wir da kriegen. Einer eurer Kundschafter berichtet über einen gerissenen Eunuchen, der in einer nahen Taverne abgestiegen ist. Er trinkt Wein, isst viel und tauscht Erzählungen mit den anderen Gästen aus. Er soll sehr gebildet sein und über großes Wissen im Bereich medizinischer Tinkturen verfügen. Für Gold und Speisen wird er zweifelsohne die Stelle als euer Hofarzt übernehmen. Gauthier, ein französischer Eunuch, gerissen, angesehener Arzt, gerecht, fleißig, religiöser, einfacher, tapfer, bisschen gefräßig, aber scheint mir ein sehr geeigneter Kandidat zu sein für gerade einmal 10 Gulden, auch wenn das gar nicht mal so wenig ist für unseren bescheidenen Reichtum, wird er an unserem Hof eintreffen. Sei mir willkommen am Hof des Grafen. Eustache von Boulogne. Oder Boulogne. So, und jetzt, wo das erledigt ist und, wie bereits gesagt, das Heilige Römische Reich uns Krieg erklärt um Zeeland. Yay. Gehört halt leider zum de jure Gebiet. Genau, bevor das passiert und alle meine Liegenschaften belagert werden von den dämlichen Deutschen. Verabschiede ich erstmal mich ganz kurz für diesen Moment und wir sehen uns wieder, wenn es was Ordentliches zu berichten gibt. Ich würde sagen, ich verzichte mal aufs Fast Forward, um ganz ehrlich zu sein. Das finde ich etwas unelegant, weil es ziemlich lange trotzdem dauern kann, wenn ich möchte, dass ihr irgendwas sehen könnt. Insofern sehen wir uns wieder, wenn es was zu berichten gibt. Bis gleich. Mein lieber Vasall. Ihr seid ein gehorsamer Diener und ich habe beschlossen, dies zu honorieren. Als Zeichen meiner Gunst erhaltet ihr für eure treuen Dienste den Titel einer Grafschaft Ypern. Euer Lehnsherr, Herzog Budewin, der Fünfte von Flandern. Ausgezeichnet. So, ein kurzes Zwischenupdate. Ich habe mich ein wenig herangeschlawinert an unseren lieben Herzog. Und er hat zugestimmt, mir... eine Grafschaft zu verleihen. Wir sind nun stolzer Graf zweier Grafschaften. Wow, was für ein Satz. Haben damit unsere Ambition erfüllt. Einen Titel zu erlangen. Und wollen als nächstes natürlich etwas Reichtum anhäufen. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir in einer Erbteilung uns befinden. Und, die lässt sich leider sehr schwer loswerden. Die Primogenitur können wir nicht einführen, weil wir nicht über die spätfeudale Verwaltung verfügen. Das dauert leider noch eine Weile.
bis wir in der Lage sind, die einzuführen, da wir dafür noch nicht, entschuldigt bitte, eine hohe Legalismusstufe besitzen. Allerdings können wir uns die Wahlmonarchie einfügen. Und dafür sorgen, dass halt unser bevorzugter Erbe auf dem Thron sitzt. Natürlich möglichst aus unserer Dynastie. Es birgt natürlich immer die Gefahr mit sich, dass jemand außerhalb unserer Dynastie den Titel erlangt, wie man im Semi-Let's Play sehen konnte, aber Entschuldigung, kurzer Huster. Es ist die sicherste Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sich unser Reich nicht aufspaltet beim Tod unseres Herrschers. Das Problem ist, oh Gott, unsere Vasallen können uns nicht ausstehen. Heiliger Bambam. Ihr wollt alle einen Sitz im Rat, weil ihr euch alle für mächtige Vasallen haltet, ja? Das ist ja wunderprächtig. Und ihr wollt alle einen Haufen Kohle von mir, damit ihr mich mögt. Aber ich glaube, das ist es mir wert, damit sich mein Reich nicht aufteilt. Das heißt, ich gebe allen Leuten ein bisschen Geld. Und du bist bei minus 5. Schau mal erstmal ganz kurz, wie weit wir den Abtier bekommen. Oh Gott, ich habe nicht mal mehr genügend Geld, um dir ein Geschenk zu verleihen. Und wenn ich mir bei Juden Geld leihe, dann mögen mich meine Kirchenvasallen, also eher auch noch weniger. Ich könnte ihm seinen Titel entziehen. Ich könnte einfach all meinen Vasallen ihre Titel entziehen. Die Möglichkeit besteht tatsächlich. Oder warte mal, also ich könnte das als Gesetz einfügen. Aber ich müsste dafür Prestige opfern. Auch wenn ich Prestige genügend hätte für alle meine Vasallen. Und dann hätte ich sogar die Baronie von St. Paul. Aber jetzt habe ich Geld ausgegeben, ich Idiot. Das hätte ich mir vorher mal überlegen sollen. Was sagt denn der Rat? Der Rat sagt, sie möchten nicht Aberkennung von Titeln einfügen. Natürlich nicht. Das ist natürlich irgendwie klar. Das ist jetzt echt unangenehm. Okay, wir beginnen damit, uns einen Anspruch auf das Herzogtum von Flandern zu fingieren. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, weil ich nicht genügend Stärke von mir selbst habe und die anderen nicht mitmachen wollen. Aber ich beginne schon mal mit den Vorbereitungen dafür. Und unser Sohn Eustache ist ein ausgezeichneter Stratege, also brillanter Stratege geworden. Das ist ausgezeichnet. Du sollst natürlich auch eine geeignete Gattin erhalten. Schauen wir doch mal, ist denn unter den potenziellen Kandidaten eine starke oder eine geniale Dame? Hier hätten wir eine starke Dame, die ist allerdings 0 Jahre alt. Doch eher ungern. Ihr seid schlau, aber ihr seid auch saujung. Tja. Das Feld der potenziellen KandidatInnen ist ja relativ gering. Zumindest der mit den von mir gewünschten Eigenschaften. Nun gut, nun gut, nun gut. Dann soll es wohl nicht sein in dieser Generation. Dann möchte ich aber gerne eine Dame mit möglichst viel Diplomatie haben, damit sie meinen Idioten von einem Sohn dabei helfen kann. Nicht, sämtliche Unterstützung seiner Unterzahn zu verlieren. Und außerdem bringt es uns ein wenig Geld ein, mit dem ihr... Ach, wieso kannst du mich denn jetzt nicht leiden? Rotz. So. Friss erstmal Geld. Und du. Friss auch Geld. So. Dann kriegst du den Ehren... Titel eines Mundschenks. Dann bist du bei 0. Und du bekommst den Ehrentitel des Stallmeisters. Bist allerdings bei 2 dadurch. Kannst du denn irgendwas? Du kannst ein bisschen verwalten. Ja, ich gebe dir einfach
den Titel hier. Das ist mein Bruder, den ich damit vergräme. Das kann ich noch ab. Ich meine, habe ich einen guten Vasallen, der sich als Hofspitzel eignete? Nicht wirklich, ne? Genau, aber gucken wir mal. Geht 0 als negativ. 0 geht nicht als negativ. Das ist schon mal gut. Dann führen wir hiermit die Wahlmonarchie ein. Yep. Und ich ernenne Eustache, meinen Sohn, als Erben. Hoffen wir mal, dass es uns gelingen mag, ihn beizubehalten. Und ja, jetzt müssen wir wieder finanziell bei 0 anfangen. Und wir haben einen weiteren Sohn, den Geoffrey. Unser Kanzler hat bisher noch keine Fortschritte erzielt. Eines frühen Morgens beim gemeinsamen Gebet bemerke ich, dass Schwester Ximena im Sitz eindöst. Die anderen Mitglieder des Benediktinerordens sind tief in Meditation versunken und scheinen dies noch nicht bemerkt zu haben. Also wirklich, die Frau Nunez, hier unten, hockt einfach mal vor uns, mitten in Frankreich. Also wirklich, was fällt der Frau ein? Ich sollte sie wecken, bevor es jemand merkt. Ich stoße Ximena sanft an, aber es kommt keine Reaktion. Danach stoße ich meinen Ellbogen in ihre Seite, wodurch sie hustet und die Augen öffnet, die vor Ärger sprühen. Ihr Gesicht läuft rot an und sie beginnt heftig zu blinken, als sie sich plötzlich über die Situation im Klaren ist. Hab Dank, murmelt sie verlegen. Oh, wie es scheint, habe ich euch vor einer peinlichen Demütigung bewahrt, aber was soll uns ein Gefallen mit der Dame denn bitte schön bringen? Keine Ursache, mein Freundin. Mein Freundin, genau. Gott segne euch, Donatus. Eustache, es ist uns zu Ohren gekommen, dass ihr unter Umständen nicht alles unternehmt, um euch auf das Studium der Theologie zu konzentrieren. Wir möchten euch darin bestärken, eure weltlichen Sorgen beiseite zu legen, um euch um Angelegenheiten göttlicher Natur zu kümmern. Du möchtest, dass ich den Theologiefokus annehme. Das würde mir meinen Kriegskunstwert verringern. Allerdings die Meinung meiner Kirche mal sein verbessern, aber ich kann derzeit gar nicht wechseln. Ich kann im September, könnte ich wechseln, aber will ich den Fokus von Jagd wegnehmen? Eigentlich nicht. Tut mir leid, aber ich möchte so viele Truppen, wie ich nur kann, haben. Den Anspruch auf Artois kriegen wir scheinbar nicht so leicht. Wechseln wir mal nach Guinness. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das was bringt, aber irgendwann habe ich angefangen, die immer hin und her zu schieben, weil es dann doch ab und zu mal einfacher läuft. Ich sollte aufhören zu versuchen, bei meinem Lehnsherren beliebter zu werden, denn ich brauche kein Land mehr von ihm. Stattdessen kann ich doch mal ganz kurz schauen, wer eine hohe Verschwörungsstärke hat und eventuell kurz davor steht, bei meiner Verschwörung hier mitzumachen. Du, Guichard von Montfort de la Maurie. Ein direkter Vasall unseres Königs. Schauen wir doch mal. Gute Nachrichten, oh Fürst! Wir haben glaubwürdige Berichte erhalten, dass ein großer weißer Hirsch vor kurzem in der Provinz Ypern gesichtet wurde. Ach, so dann, sattet mein Pferd! Wir erlegen das Tier. Ihr habt eure Getreuen und eure Jagdhunde versammelt, das Pferd gesattet und die Waffen vorbereitet. Nun seid ihr bereit, die Jagd auf den weißen Hirsch zu beginnen. Dieses Mal wird das Tier mir nicht entkommen. Während ihr in der Wildnis nach eurer Beute Ausschau haltet, begegnet ihr einem einsamen Reiter. Als ihr ins Gespräch kommt, schätze ich heraus, dass ihr das gleiche Tier jagt und dass ihm genauso wenig Erfolg beschieden ist wie euch. Er lädt euch zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch ein. Besucht mich an meinem Hofe, wir könnten Henry... Na, warte. Henry oder Humbert? Was denn jetzt? Scheinbar Humbert und nicht Henry. Taucht an meinem Hof aus. Ein hervorragender Marschall. Allerdings habe ich bereits Humbert den Jäger. Das ist dieselbe Person. Hä? Ja, okay. Dann bleib an meinem Hof, an dem du eh schon bist. Ihr seid zum Hof zurückgekehrt. Die Jagd nach diesem scheuen weißen Tier scheint vergebens zu sein, aber es gibt noch viele andere Dinge da draußen in der Wildnis. Vielleicht erwischt ihr eure Beute das nächste Mal. Ich gebe nicht auf. Ach, Henry, der hier gibt's, denke ich, den gibt's doch, aber der ist nicht so gut wie Humbert. Das war ein verwirrendes Event. So, aber es scheint mir, dass
mir ein Anspruch nicht vergönnt ist. Dann werde ich wohl noch eine Weile länger warten. Euer Jagdhund muss entsprechend abgerichtet werden, um bei der Jagd nützlich zu sein. Vielleicht solltet ihr euch persönlich darum kümmern. Ja, ich richte ihn persönlich ab. Richten wir unseren Jagdhund ein wenig ab. So, aber wie ich diesen Jagdhund abrichte, das sehen wir dann erst, oder ob ich ihn jemals abgerichtet habe. Vielleicht sehen wir das, wenn ich wieder einschalte, aber fürs Erste sage ich, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Schaut mal aufs Datum. Und ihr könnt euch denken, wie lange ich zwischen dem Ende der letzten Aufnahme und dem Beginn dieser Aufnahme gebraucht habe. Spoiler, es war nicht sehr lang. Ich wollte mir einen Schluck Wasser nehmen und nicht mal das habe ich geschafft. Mein Lehnsherr, wie es scheint, trägt meine Arbeit in Guinness allmählich Früchte. Es ist mir gelungen, einen Herrschaftsanspruch auf den Titel der Grafschaft von Guinée zusammenzuspinnen. Die Entscheidung, ob ihr diesen Anspruch geltend zu machen wünscht, liegt nun ganz bei euch. Untertänigst, euer Kanzler Ulrich Rapotonen. Ach Ulrich, du bist und bleibst der Beste. Wir setzen natürlich diesen Anspruch durch. Wir haben gerade genügend Geld, um uns diesen Anspruch gönnen zu können. Du hast keine Verbündeten, gerade mal 400 Truppen, wenn ich aufrunde. Setzen wir den Anspruch durch, senken die Geschwindigkeit, schicken dich nach Artois und dann wird es Zeit für einen Krieg. Ein Krieg um unser Geburtsrecht natürlich. So, wir bringen unsere Truppen in Artois zusammen, auf dem Gebiet eines komplett anderen Herzogs, aber egal. Und schau mal ganz kurz, wir haben Hubert, den Bürgermeister von Ypern in der Armee, und Geoffrey, unseren ernannten Regenten. Mehr Kommandanten besitzen wir nicht. Nicht mal wir selbst können kommandieren. Aus irgendeinem Grund. Ach, weil ich gerade am Hof, weil mein Herzog mich die ganze Zeit irgendwo hinschickt. Na gut. Da kann man wohl nichts machen. Und irgendwas wird hier gebaut. Eine Stadtmauer wird in Hastings fertig. Ach, nee, warte mal. Ach, in unserer Stadt wird eine Stadtmauer gebaut. Okay, gut. Unser Bürgermeister kann sich das scheinbar leisten, der alte Geldsack. So, da kommt es zur Schlacht. Was haben wir denn hier? Wir haben viele leichte Truppen, einige Spießträger. Und ja, wir sind einfach in allen Kategorien überlegen. Wir haben sehr viel schwere Infanterie. Das gefällt mir sehr. Unsere Plänkelphase hat bereits gute Früchte von sich getragen und wir zermalmen einfach das Zentrum unseres Feindes. Damit haben wir gewonnen. Wir haben den Baron von Saint-Omer gefangen genommen. Unser zukünftiger Vasall, der uns bitte einmal Geld dafür gibt, dass wir ihn aus unserem Kerker entlassen. Besten Dank. Und wir brauchen ungefähr die Hälfte unserer Armee, um zu belagern. Unser Feind kann nicht belagern. Aber plündert er? Er plündert. Das heißt, ich spalte die Armee auf, um ihn vom Plündern abzuhalten. Und noch weiter belagern zu können. So, perfekt. Und haben wir den Bürgermeister wieder in der Schlacht gefangen genommen. Der arme Kerl hat einfach kein Pech. Scheint auch der einzige Kommandant unseres Feindes zu sein, wenn ich das so sehe. Und das soll er meinetwegen plündern, das ist mir vollkommen egal. Seit kurzem mache ich mir Sorgen über meine persönliche Sicherheit. Ich denke darüber nach, besser noch zwei Vorkoster einzustellen. Und vielleicht wäre auch ein Leibwächter eine gute Idee. Vorkoster, Leibwächter, ich bin zu jung zum Sterben. Wir könnten paranoid werden, oder? Ich werde nicht zulassen, dass Angst mein Leben regiert. Wir könnten treuherzig werden. Wir sind zu jung zum Sterben, aber wir sind nicht paranoid geworden. Wir sind sowieso schon nicht bei bester Gesundheit, weil wir sehr gestresst sind mit unsere ganzen Herrschaftstätigkeiten. Wir stressen uns schon sehr und sorgen dafür, dass wir unsere Gesundheit viel zu sehr vernachlässigen. Unsere Gattin ist als die Tapfere bekannt. Aha. Faul, gefräßig und tapfer. Ich frage mich, wie das zusammenpasst. Vielleicht sollte ich mein umfangreiches militärisches Wissen nutzen, um Baron Guichard dazu zu bringen, nicht mich mehr zu mögen. Das ist möglich. Ich weiß noch nicht, ob er Militärstrategie so mag. Lass uns über Strategie reden. Vielleicht lernt er ja was. In den vergangenen Monaten habt ihr viel Zeit an der frischen Luft verbracht und euren treuen Jagdhund ausgebildet.
Ihr stellt fest, dass die Kombination aus täglicher körperlicher Betätigung und frischer Luft wahre Wunder tun für eure Gesundheit und körperliche Verfassung. Getreuer Fang! Wir erhalten die Eigenschaft fleißig, sehr schön. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Meine Abhandlungen über militärische Angelegenheiten wurden sehr geschätzt, wie es scheint. Baron Guichard dankte mir dafür, dass ich mein Wissen mit ihm geteilt habe und merkte an, dass er schätzen wird, was er von mir gelernt hat. Das freut mich sehr, das hat deine Meinung von mir schon mal ein bisschen verbessert. Schauen wir doch mal, ob du Interesse daran hast, jetzt bei meiner Verschwörung mitzumachen. Guichard, ja, du brauchst nur eine kleine Prise Überzeugungswillen. Das ist doch schön. Damit haben wir unsere Verschwörungsstärke gut über 100% gestärkt. Das ist, freut mich sehr. Wir haben auch unsere erste Belagerung geschafft, während wir hier im Süden unserem Heiligen Krieg um Valencia scheinbar eine vernichtende Niederlage hinnehmen müssen. Frankreich ist in CK 2 wirklich nicht stark. Das ist, wenn man Europa Universalis gewohnt ist, eine sehr, sehr merkwürdige Erfahrung. So. Herrscher entscheidet über Inhaftierung. Warte mal, ich habe dem aber nicht zugestimmt. Oh, ich glaube, er hat einen. Ah, okay, er hat einen Gefallen von mir eingefordert dafür, dass ich Ypern bekomme, denke ich gerade mal. Das ist natürlich ärgerlich. Aber sollte er versuchen. Entzieht den Titel Grafschaft Artois. cool wäre es, allerdings möchte ich den ja haben. Das bedeutet, dass es eigentlich nachteilig für mich wäre, wenn du den Titel hältst. So, der Boulogische Krieg um den Anspruch auf Guinness ist gewonnen. Der Graf von Guinness ist gestorben, hat unseren Namen, das kann ich natürlich nicht hinnehmen. Aber es wird vielleicht seine Untertanen wenig kümmern, weil sie gar nicht mitbekommen, dass der Herrscher gewechselt hat. Er hat auch den gleichen Namen. Mittelalterliche Bauern. Wir erzwingen unsere Forderungen. Das bedeutet, wir erhalten den Titel der Grafschaft und noch einiges an Prestige. Und dieses kleine Balk verliert dafür einiges an Prestige. Das gefällt mir sehr. Damit ist es beschlossene Sache und er ist in der Bedeutungslosigkeit versunken. So. Ein Problem ist, dass unsere Domänengröße, wow, viel zu niedrig ist. Unter anderem durch die Wahlmonarchie, die die Domänengröße schon arg beschränkt. Wir können keine Zentralisierung erhöhen, das ist ein bisschen ärgerlich. Wie mache ich das? Ich brauche einen besseren Kämmerer. Das geht gar nicht, in Kämmerer mit 8. Suchen wir doch nochmal jemanden mit guten Verwaltungswerten. Wow, das ist der Beste, den... Nee, warte mal, das ist immer noch die alte Suche. Warte mal, ich glaube, wir müssen eine Sache umstellen oder sowas. Genau, ja, seht ihr, das ist schon mal viel besser. Olaf, Höfling in Tjust, ein Schwede. Ja, das ist doch... Just in dem Moment sah ich, was ich brauchte. Und zwar Olaf an meinem Hof. Komm herbei. Geschwind. Und werde mein Kämmererkind. So. Und dann kannst du direkt mal Wirtschaftsforschung betreiben. Ich hoffe, dass das ausreicht, um meine Domänengröße auf 3 anzuheben. Ist nicht so aus. Scheibenkleister. Das Problem ist, dass das meine Truppen einschränkt, die ich ausheben kann. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Okay. Nee, vielleicht ein anderes Mal. Ich muss die Beziehung mit dir nicht weiter verbessern. Ich muss nur den Anspruch fingieren können auf das Herzogtum von Flandern. Warum kann ich das nicht? Hat größer oder gleich 3 Verschwörungsunterstützer. Okay. Oder 5. Ich brauche noch weitere Verschwörungsunterstützer. Okay. Das wusste ich nicht. Nehmen wir auch den Etienne hier. Warte mal, habe ich überhaupt genügend Truppen, um dich... Riskant ist es. Riskant ist es auf alle Fälle. Wir müssen es versuchen. Wir müssen es einfach versuchen. Also gut.
Wir holen uns einen weiteren Verschwörer, Mitverschwörer. Okay, wir hätten eine... Also entweder hole ich mir noch zwei weitere, habe dann eine 90%ige Chance, den Anspruch zu bekommen, oder ich riskiere es mit den 60%. Ich meine, gibt es denn noch zwei weitere, die mitmachen würden? Die beiden. Der König von Frankreich selbst könnte sich davon überzeugen lassen, mitzumachen. Aber der kostet nicht viel zu viel. Dann nehme ich dich. Und dann nehme ich dich. Und damit holen wir uns hoffentlich unseren Anspruch auf Flandern. 90%, komm schon. Mit Hilfe ihrer Mitverschwörer haben sie es geschafft, einen Anspruch des Herzogtums Flandern zu fingieren. Ausgezeichnet. Oh, okay, ich hätte auch einen Anspruch erbitten können, allerdings hätte mich das Pietät gekostet. Nein. Nein, okay. So, ich könnte Flandern beanspruchen. Ich meine, warte mal, wie viele Truppen hast du denn aus deiner Domäne? Du hast 1277 aus der Domäne und von Vasallen eigentlich weniger, weil wenn ich wegfalle, fällt dir ein großer Teil deines Reiches auch weg, oder? Okay. Wir riskieren's. Ich möchte in dieser Folge wenigstens irgendwas schaffen. Wir beanspruchen Flandern. Eigentlich nicht genügend. Ich hätte warten müssen, bis sich meine Truppen auffüllen, glaube ich. Egal. Scheiße. Ich habe gerade eigentlich keine Zeit zum Tiere jagen. Aber okay. So, ich sammle meine Leute. Ja, und wir leihen uns auf jeden Fall Geld von jüdischen Kaufleuten. Wir brauchen diesen Kredit. Und ich erpresse Untertanen. Oh Gott. Die Bauern von Boulogne waren erwartungsgemäß nicht besonders erfreut über diese Sondersteuer. Die Bauern wählten sogar einen Sprecher, der zu einem fragte, ob die Steuer wirklich notwendig sei und außerdem behauptete, die Bauern seien aufgrund der Steuer vom Hungertod bedroht. Vielleicht sollte man etwas unternehmen, bevor sie zur Missgabe greifen. Okay, ich bin zumindest nicht depressiv geworden, das ist schon mal etwas. Schauen wir mal. Truppen aus Artois möchten sich natürlich mit der Hauptstreitmacht in Brügge vereinigen. Was haben wir denn an Söldnern zur Verfügung stehend? Nicht viel. Ich brauche nicht viel. Ihr, der sardinische Trupp von Tedaldo. Komm an meinen Hof. Und dann machen wir mal ganz kurz die Lehnstruppen aus Artois platt. Sehr gut. Und dann marschieren wir weiter nach Ypern, um die Truppen unseres ehemaligen Lehnsherren zu vernichten. Jetzt kriege ich einen Anspruch auf Artois. Okay, ich werde... Entschuldigung, dass ich es nicht lese. Während unserer Jagd hätten wir muskulös werden können. Ich meine, bringt mir ein Anspruch auf Artois was, wenn ich dann dein Lehnsherr bin? Habe ich den Anspruch und kann dir den Titel entziehen. Ja, machen wir es. Okay. So, wir haben weniger Moral, weil ich natürlich mit unseren frisch ausgehobenen Söldnern direkt in die Schlacht gestartet bin. Wir marschierten über die Ebenen, als einer meiner Offiziere etwas murmelt. Sobald ich wieder in Boulogne bin, gebe ich das Soldatenleben auf. Und werde vielleicht Bäcker. Ich schmunzelte angesichts meiner mehr strategischen Ziele. Was ist mit euch, mein Fürst? Was wird euer Fokus für die Zukunft sein? Logistik und Organisation, mein guter Mann. Wir könnten ein Organisator werden. Höhere Bewegungsgeschwindigkeit ist immer nicht schlecht. Wir könnten unsere Führung im Zentrum verbessern. Oder wir könnten unnachgiebig werden, unsere Moral verbessern. Ich möchte der gute Organisator werden.
für die Bewegungsgeschwindigkeit, die es uns eventuell ermöglicht, vor sich zurückziehenden Truppen in einer Grafschaft anzukommen und sie damit jetzt sehr schön vernichten zu können. Entschuldigt bitte. Es ist spät. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Wir haben einen Bürgermeister gefangen genommen. Sehr schön. Das erhält uns unsere Truppen noch für eine gewisse Zeit. Wenn ich euch aufteile, ja. Lassen wir den sardinischen Trupp die Truppen unseres ehemaligen Lehnsherren anführen und unsere eigene Armee begibt sich nach Brügge. Und dann... verbesserst du bitte die Beziehung mit unserem König. Damit der nicht widerspenstig wird. So, sehr schön. Wir haben einen weiteren Kommandanten gefangen genommen, der uns immer wieder schön den Erhalt unserer Söldnerarmee hier gerade finanziert. Das sind 2 Wochen Unterhalt, die uns so ein gefangener Bürgermeister einbringt. Und die meisten haben die Bürgermeister auch Geld. So eine Stadt macht natürlich nicht wenig Kohle. Sehr gut. Ihr seht, wie wir sie hier gerade hin und her jagen. Das ist perfekt. Das ist genau das, was wir brauchen. Mein Schwiegervater, der König von Lothringen, ist gestorben. Das ist natürlich traurig. Mögest du in Frieden ruhen, Gottfried. Ja, es ist also dein Vater, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Leute, wir haben ja hier... Ui. Anspruch auf das Königreich Lothringen. Ja, da kann man ja fast schon mal das mitmachen, wa? Was ich alles noch nicht wusste. Kleine Barduin mag es, die Dinge so zu ordnen und sie zu zählen. Besonders, wenn es Geldmünzen sind. Ah. Damit ist er fleißig geworden. Sehr schön. Oh. Fast vergessen, die Truppen zu verfolgen. Aber nur fast. Ich finde es lustig, dass Artois jetzt ebenfalls Truppen ausgehoben hat. weil sein Herzog ihm Artois aberkennen möchte. Das ist ja der Hammer. Oh, wir haben den Herzog von Flandern gefangen genommen. Aber ich werde ihn sich freikaufen lassen. Als ob ich diesen Krieg nicht auch so schon längst gewonnen habe. Aber das bringt mir einfach noch ein bisschen mehr Geld ein. So, seht, wie wir sie hin und her jagen. Es ist auch ein bisschen lächerlich, ich höre auf damit. Also einmal noch, damit ich Artois belagern kann natürlich. So, damit haben wir unsere erste Belagerung geschafft. Slui. Oh Gott, Franzosen, ey. Die Grafschaftshauptstadt gehört uns. Und wir belagern die nächste Stadt. Belagerungsarmee wurde getötet. Meine Gattin Ida hat sich in letzter Zeit wirklich, wirklich gehen lassen. Mahlzeit auf Mahlzeit verwandelt sich das, was einmal eine anmutige und zarte Frau war, zu einer übergewichtigen Kuh, die nur darauf wartet, mit was ihr als nächstes gefüttert wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hört auf, euch voll zu stopfen, Schweinchen. Nur weil ich mich um ihre Gesundheit sorge. Im Mittelalter ist das ein bisschen schwierig. Ich war erleichtert, als ich gesehen habe, dass meine Worte nicht ungehört blieben. Ida bedankte sich für meine Besorgnis und versprach mir, dass sie sofort bei der Diät beginnen würde. Krass. Und schon ist das Kind weg. Ein einfacher Beschluss kann doch schon mal Wunder wirken. Wir gehen aus dem Dominikaderorden raus. Der bringt mir dann doch nicht so viel, wie ich dachte. Oh, ihr habt echt genug Leute, um zu belagern. Das ist ja mal eine Frechheit. Und der Rat meines Lehnsherren ist unzufrieden. Das bedeutet, unser König ist gestorben. Lange lebe der König Jean von Frankreich aus dem Haus der Carpetinger. Tja. Das bringt uns allerdings wenig, da wir nicht Mitglied dieses Rates sind. Eventuell könnten wir es werden. Wie sieht denn der Kanzler... Nein, warte mal. Ich habe beim Kanzler geschaut, obwohl ich beim Marschall schauen wollte. Der Marschall ist... Wow. Wow. Unser König hat ja wirklich die Tip-Top-Berater des gesamten Landes zusammengerufen, oder? Respekt. So, da ist er. Unser Anspruch auf das Herzogtum von Flandern. Perfekt. So, schauen wir uns das mal an. Wir haben keine der beiden Grafschaften erhalten. Wir haben einen Anspruch auf Artois.
warte mal, ich dachte, Titel aberkennen sei erlaubt. Das war doch nochmal erlaubt, letztens scheinbar nicht mehr. Schade. Hi, bevor es in den Kommentaren kommt, auch hier der Grund, warum es nicht mehr erlaubt ist. Da ich den Titel des Herzogtums von Flandern nicht selbst erschaffen habe, sondern nur übernommen habe, habe ich natürlich auch seine Gesetze übernommen und diese lassen leider die Aberkennung von Titeln nicht zu. So einfach ist es. Gut, viel Spaß. Noch mit dem Rest. schauen wir mal, ob sich unsere Domänengröße verbessert. Jeder bei Hof liebt euren Hund. Besonders Kinder haben viel zu viel Spaß daran, mit ihm zu spielen. Und er liebt sie. Und du möchtest, dass ich... Genau, der... Nee, ein Kommandant möchte ich nicht werden. Ich möchte, wenn, dann der Marschall werden. Sag mal, Herzog bringt mir nicht mehr, ne? Und Erbteilung ist wieder aktiviert. Was soll denn der Scheiß? Ja, ich werde also einige Sachen verlieren bei meinem Tod. Aber wir haben unseren Anspruch durchgesetzt. Lösen wir die Truppen auf. Sollen sie sich erholen. Und das ist das. Wir sind jetzt der Herzog von Flandern. Wir haben einen Vasallen, der uns nicht ausstehen kann. An dem ich am liebsten seinen Titel entziehen möchte. Aber leider haben wir zu viele Gegner. Meinung ist kleiner als 59. Okay. Das ist ein spannender Modifikator. Schauen wir doch mal, ob wir vielleicht die Ratserwägungen... Oh, 80 wollen die haben. Boah. Schauen wir doch mal, ob wir die Ratserwägungen zu unseren Gunsten umändern können. Ich wollte Gefallen kaufen machen. Möchtest du auch nicht. Du. 200. Ja, klar. Meine Vasallen sind geldgierige Säcke, das sage ich euch. 1, 2, 3 mit mir gegen 3 Leute der Gegenseite. Ja, komm, dann kaufe ich mir halt die Gefallen von euch allen. Und du möchtest mich zum Kanzler ernennen? Natürlich. Mein König. So, jetzt holen wir uns den Anspruch auf Paris, auf Frankreich, auf das Königreich. Ich meine, es wäre sogar gar nicht mal so unmöglich bei den wenigen Truppen, die hier haben. Aber als erstes fordern wir hier im Rat um Unterstützung. Und setzen damit das Aberkennen von Titeln ein. So. Damit entziehe ich dir die Grafschaft von Artois. Sehr gut. Dir entziehe ich die Grafschaft von... Bäh. Mist. Okay, ihm kann ich nichts entziehen. Na gut. Aber ich habe dafür 4 von 2 Grafschaften. Yay. Ich glaube, das mögen meine Vasallen auch nicht so sehr, oder? Wenn ich zu viele Grafschaften habe. Domäne zu groß, ja. Ich möchte es ja gerne ändern, aber... Aber ich möchte ungern meine Grafschaften aufgeben. Wieso kann ich denn nur 2 halten? So wenig konnte ich noch nie halten. Egal. Dabei belassen wir es erstmal. Vielleicht werden wir noch 60 und können dann noch das Erbschaftsrecht in Flandern ändern. Aber so wie es gerade läuft, werden wir, so wie es aussieht, 3 unserer Grafschaften verlieren. Ich hasse Erbteilung, aber so sieht es nun mal aus. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Unsere derzeit mächtige Position wird nicht mehr lange mächtig sein. Aber das nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass euch diese erste sehr lange Folge, glaube ich, soweit gefallen hat. Wir sind wieder zurück. Es geht ans Eingemachte. Schauen wir mal, ob wir es schaffen können, Defender of the Holy Sepulchre zu werden und eventuell damit als König oder Königin von Jerusalem das Kaiserreich von Outremer gründen zu können. Ich bin gespannt. Seid ihr es hoffentlich auch. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und danke auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise nicht danke, aber, also erstmal danke
an meine Patreon-Unterstützer, die mich bis heute unterstützen, obwohl ich so lange einfach überhaupt nichts von mir habe hören lassen. Und auch eine kleine Entschuldigung und ein Danke für eure Geduld, dass ihr, ich hab abstimmen lassen für ein neues Projekt und dies dann einfach ewig hinausgezögert habe. Hier ist es. Eure Stimme hat doch noch Wert. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz doll bei euch. Und wenn ihr auch das werden wollt, dann wartet noch ein paar Folgen, bis ich wieder regelmäßig Videos mache, damit es sich auch für euch lohnt. Und dann könnt ihr auch mich mit Geld unterstützen. Das wäre voll cool. Geld regiert die Welt. Struppi ist ein Sellout geworden. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü und ciao, ciao.